Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter an diesem Wochenende. Ja, sommerlich wird es in weiten Teilen von Deutschland. Am Sonntag, da gibt es aber schon erste kleine Einschränkungen. Und am Montag, da wird eine Kaltfront Deutschland erreichen, die dann wieder eine Teilung in Deutschland einleiten wird. Das heißt, zwischen dem Norden und besonders dem Südwesten wird es große Wetterunterschiede geben. Alles wie immer der Reihe nach. Wir schauen auf den Sonntag im Großen und Ganzen für die allermeisten trocken, sonnig, dazwischen auch mal ein paar Wolkenfelder und es wird sommerlich warm werden. Wir sehen aber schon die Einschränkung. Fangen wir an mit dem Osten, denn da ist labile Luftwetter wirksam. Schwülere, labile Gewitterluft kommt hier von Polen rein und dann so im äußersten Osten deuten die Wettermodelle an, insbesondere so von Vorpommern, der Uckermark, über das östliche Brandenburg bis zum Erzgebirge, eventuell auch noch so im äußersten Südosten von Bayern, dass sich dort dann im Tagesverlauf Brodelei einstellt. Es brodelt, Quellwolken bilden sich und dann sind hier einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die können besonders im Osten Richtung Polen teilweise kräftig ausfallen, denn die Strömung ist nur sehr langsam, die Gewitter bewegen sich nur langsam und bringen dann punktuell große Regenmengen. Hagel kann auch dabei sein, also örtliche Überschwemmungen sind hier in den Gewittern möglich. Wie gesagt, das ist nur sehr, sehr eng begrenzt. Es kann schon wenige Kilometer weiter dann trocken sein, während andere Orte auf Deutsch gesagt dann absaufen werden. Kommen wir zur zweiten Einschränkung, das ist dann der Nordwesten. Hier nähert sich allmählich schon die Kaltfront. Die kommt im Nordwesten schon auf und bringt dann insbesondere am Nachmittag so zwischen dem Sauerland rüber eine Linie bis zur Nordsee, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg, auch schon einzelne Schauer. Viel wird es nicht sein. Eventuell ist sogar hier auch mal ein kurzes Gewitter dabei. Das kann man nicht ganz ausschließen. Ein paar Wettermodelle deuten das an. Ansonsten haben wir den Rest schon zusammengefasst. Da gibt es wirklich ungestörtes Sommerwetter. Es wird trocken bleiben. Montag kommt dann mehr Bewegung rein in die Wetterlage. Die Kaltfront zieht schon in der Nacht zum Montag nach Deutschland rein. Wir sehen, die Wetterlage legt sich dann so etwa vom Nordosten rüber bis in den Westen, über Deutschland schon tagsüber am Montag. Ja, und dann sehen wir das Wetter dazu. Es wird große Unterschiede geben, denn im Nordwesten, da kühlt es hinter der Kaltfront schon ab. Hier regnet es vor allem morgens ein bisschen. Nachmittags wird es bei letzten Schauern weitgehend trocken bleiben. Die Wolken lockern auch schon wieder auf. Und im Vorfeld der Kaltfront, da wird es nochmal richtig warm werden. Sommerlich warm bis heiß. Teilweise sogar mal knapp an die 30 Grad am Oberrhein. Auch über 30 Grad. Ja. Wir sehen dazu im Süden überwiegend trocken und auch noch sonnig. Hier besteht zwar eine geringe Gewitterneigung, insbesondere so über den Mittelgebirgen. Häufig wird es aber trocken bleiben. Am ehesten werden sich Gewitter bilden im Vorfeld der Kaltfront und mit der Kaltfront nach Osten hin. Und da können insbesondere so Richtung Sachsen, Brandenburg auch durchaus mal kräftige Gewitter bei sein, die dann auch Sturmböen bringen. Da sehen die Wettermodelle noch ein bisschen unterschiedlich aus, wo die Schwerpunkte genau liegen. Ich verlinke euch mal die Wetterkarten dazu hier oben. Da könnt ihr die verschiedenen Wettermodelle vergleichen. Ihr kennt das schon, wer uns hier öfter zuschaut. Rosa sind Gewittersignale, schaut da einfach mal nach, laufend neue Berechnungen, die da reinkommen werden. Ja, ansonsten eben diese großen Unterschiede am Sonntag, am Montag und wie geht es dann weiter in der neuen Woche? Wieder eine Wetterlage, die wir schon kennen. Und zwar wieder dieses Hochdruckgebiet mit dem Schwerpunkt weiter westlich von uns. Ich erzähle irgendwie immer das Gleiche schon seit Wochen. Das Hochdruckgebiet verlagert sich langsam Richtung Deutschland rein. Und dann werden sich wieder große Unterschiede einstellen, denn insbesondere der Norden, der liegt wieder in einer eher nordwestlichen Strömung, mit der dann feuchtere und auch kühlere Luft Richtung Norddeutschland weht. Ja. Und diese Unterschiede, die schauen wir uns jetzt mal in zwei 14-Tage-Trends an. Die sind nämlich recht beachtlich. Wir blicken auf Bremerhaven, auch mal so für die Nordseeurlauber hier. Wir sehen unbeständig, eher dann auch kühleres Wetter, vielleicht mal einen Tag so knapp an die 20, häufig aber unter 20 Grad, immer wieder dicke Wolken, Schauer, die durchziehen, also sehr, sehr wechselhaft. Ganz anders sieht das nach Südwesten insbesondere aus. Hier ist wirklich kaum bzw. kein nennenswerter Regen in der nächsten Woche in Sicht. Wir sehen das hier schon am Beispiel für Offenburg in der Ortenau, dass dort eben doch recht sommerliches Wetter anstehen wird. Die Temperaturen gehen ein bisschen runter. Es kommt so ein bisschen kühlere Luft in Anführungszeichen auch in den äußersten Südwesten rein mit dieser Kaltfront, die hier aber so gut wie nicht wetteraktiv ausfallen wird. Und dann wird es ja einfach bei sommerlichem Wetter bleiben, wenn auch nicht mehr die große Hitze dann in den nächsten Tagen dort anstehen wird. Diesen Trend für euren Ort könnt ihr auch wie immer schauen. Findet ihr auch oben in den Infokarten. Ich wünsche euch erstmal noch ein schönes Wochenende. Bis bald und ciao.